Sie sehen hier den kolorierten Holzschnitt von Erich Haeckel, Zwei Ruhende. Haeckel hat hier einmal seine Frau Sidi dargestellt, die hier liegt, zusammen mit einem Ferienkind, was das Paar in Osterholz an der Flensburger Förde besucht hat. Dort hatte Haeckel ein Sommerhaus und er hat sich in diesem Sommerhaus ein kleines Atelier eingerichtet in der Dachschräge und hat dort die Balken bemalt mit figürlichen Motiven. Die beiden Frauen, die da liegen, die sind von einer Kissenlandschaft umgeben. Es gibt wilde Muster hier mit diesen Vögeln und da oben mit Blumenornamenten, die sozusagen diese Ruhe, die die beiden ausstrahlen, wirkungsvoll kontrastieren. Haeckel hatte seine Frau 1910 in Dresden kennengelernt. Er war damals 27. Die Brücke wurde 1905 gegründet und er war sozusagen der organisatorische Kopf der Brücke. Damals zu Brückezeiten haben die Künstler in einem Gemeinschaftsatelier gearbeitet, hatten immer viele Modelle um sich herum als Inspiration und haben die sogenannten Viertelstundenakte praktiziert. Das heißt, die Modelle standen 15 Minuten und man musste ganz schnell die Bewegung des nackten weiblichen Körpers erfassen. Haeckel ist dann später 1911 nach Berlin gezogen, mit Sidi, mit seiner Frau zusammengezogen. Und da ergibt sich ein großer Stilwandel in seinem Werk. Die Figuren sind jetzt viel beruhigter. Also er stellt jetzt Ruhende dar, die sozusagen ganz statisch liegen. Und um der Darstellung eine Dynamik zu verleihen, werden eben andere Elemente wie diese dekorativen Stoffe zum Beispiel eingesetzt.